Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Nun endlich nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Neujahr, der neue Aufnahmetag. Wir sind wieder zurück und haben hier eine Mission zu erfüllen. Wir müssen in die Fabrik hineingehen und dort etwas klauen. Allerdings müssen wir gucken, dass wir hier jemanden hacken. Warte mal, wähle ich das aus? Mit F. Okay, Breach-Protokoll. Verringert die Speicher und deaktiviert alle Kampf, verringert die Resistenzen von Gegnern. Okay, 7A BD 7A BD 55. Und dann können wir hier weitermachen. Okay, also. Okay, 7A können wir schon mal nicht machen. Die Kameras will ich auf jeden Fall stilllegen. Das heißt, wir fangen 55, 55 BD. So, 55, 55 BD 7A BD 7A BD 7A, okay. BD 55. Dann machen wir direkt auch mal noch einen Ping. Oha. Der hat echt ganz schön viel drauf. Sehen wir hier noch irgendjemanden? Da oben ist noch einer. Hinten ist einer. Also es sind einige Leute da. Kann ich mit dem irgendwas anfangen? Jetzt noch nicht mit ihm. Naja, ihn kann ich irgendwie wahrscheinlich... Boah, 8. Machen wir das so. Mal gucken, ob er dann gleich misstrauisch wird. Mal gucken... So. Was wir hier machen können. Und direkt gleich nochmal einen Optik-Neustart, damit er uns nicht sieht, wenn wir da reingehen jetzt. Gut, wir gucken, ob wir das ein bisschen... Gut, da reinhacken, irgendwie. Was ist das denn hier? Breach-Protokoll. Machen wir das halt. Massenverwundbarkeit verringert die Resistenz von Gegnern und Eisbrecher. Speicherkosten. Also 9E. 9E, 1C, 9E. 9E. 5, 5, 9E. Passt. Können wir nicht verlassen. Noch irgendwas, was wir hier hacken können? Ding. Kamerasteuerung. Das können wir direkt mal machen. Weil wir können dann, wenn wir die Kamerasteuerung haben, natürlich uns die ganzen Orte anschauen, wo was ist und eventuell gleich mal die Leute stilllegen oder töten. Schafft ihr Zutritt zum zweiten Stock? Zweiten Stock. Okay, wir sind hier im Erdgeschoss. Wo sind wir? So. Na gut, das ist draußen. Das ist eh klar. Das ist oben auf dem Dach, schätze ich mal. Kurzschluss. Der telefoniert, damit wir den, können wir ja schon mal den fertig machen. Der Arme tut mir schon irgendwie ein bisschen leid. Oh, brennt da jemand? Scheiße gelaufen, sag ich mal. Scheiße gelaufen für dich, mein Lieber. Nochmal ein Kurzschluss. Mal gucken, wie viel der aushält. Also ich habe keine Ahnung. Was? Position wird freigegeben. Preisgegeben.
Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet. Ob das uns jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise tangiert. Das ist der dritte Kurzschluss und Überhitzen. Mal schauen, wie viel der aushält. Oh, wie viel hält denn der aus? Das dauert noch. Position wird preisgegeben. Wahrscheinlich müssen wir aufpassen. Nach der Zeit hier dürfen wir... Müssen wir wahrscheinlich die Kamera, das Kamerasystem verlassen. Jetzt kommt schon, zumindest einen müssen wir hier fertig machen. Immer noch. Okay, also das können wir vergessen. Wie komme ich raus aus der Kamera? Position mit freigeben, na toll. Und ich komme nicht aus der Kamera raus. Wie komme ich aus der scheiß Kamera raus? Verlassen auf C. Na toll. Scheiße, wir sind ungeschützt! Shit, irgendjemand hackt sich bei mir auch ein. Oh. Was? Was? Das probieren wir gleich nochmal. Sind wir da zu schwach oder was? Hä? Sind wir da zu schwach? Wir probieren es einfach nochmal, oder? Probieren wir es einfach nochmal. So, Kamerasystem. 557 A, B, D. 557 A, B, D. B, D. 9E55, machen wir so. BD9E55, machen wir halt 557ABD. So, machen wir so. Kamerasteuerung. Können Sie das mal angucken? Dann dürfen wir halt nicht so viel Zeit drin. Verbringen. So. Das war draußen. Da steht einer. Da hinten. Okay, da ist das die Kamera. Okay. Okay, das ist echt einiges hier im Gebäude. Was haben wir hier noch? Okay, so viele Leute sind hier nicht, aber es ist unglaublich viel los hier. Markier's mal. Ah, dann muss ich die anderen auch noch markieren, ehrlich gesagt. Den muss ich auch noch markieren. Sonst noch irgendjemand hier? Nee. So, hier. Du bist noch nicht markiert. Die zwei seid schon markiert. So.
So, draußen den muss ich markieren. Der Vorteil ist, wenn die markiert sind, dann naja, sehe ich sie direkt auf meinen Displays oder meinem Sichtbereich. Komm. Ach, da. Dich markiere ich und dich markiere ich direkt. Zeiten haben noch nicht begonnen, doch es stehen schon 10 Wohnmodule zum Verkauf. Der momentane Startpreis liegt bei 100 Millionen Euro Dollar. Wow. Ein Heft. Okay. Raus hier. Dann kann ich gucken. Remote Deaktivierung. Und zwar für alle am besten, oder? Das geschah alles ohne Zustimmung meinerseits. Gut. Ohne Ihre Zustimmung halten Sie mich für einen Idioten, Perales. Bitte, bitte. Nix machen. Ping. Ein Roboter oder sowas. Einen wunderschönen guten Abend, Rikishi. Hallöchen. Das weiß ich noch nicht, wenn ich da aufmache. Pickaxe erhöht die Quickdauer. Oh shit. Vorteile öffnen? Hä? Okay. Ich versuche den mal fertig zu machen. Beziehungsweise er kommt gar nicht. Okay, ein Schuss und ich bin tot. Oh ja, okay. Ich würde sagen, unsere Chancen sind gar nicht mal so gut. Keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Ich kann eins mal probieren. Ich kann eine Sache mal probieren. Machen wir erstmal wieder Breach-Protokoll. 1, C, 5, 5. Das hat natürlich jetzt 1, C, 5, 5, 1, C. Shit. Doof. So, Kamerasteuerung. Dann schaue ich mal. Ob ich zumindest den Kerl da drüben hoch machen kann. Was ist falsche Richtung? Falsche Richtung. Falsche Richtung. So. Da oben der, den brauche ich nicht. Das dürfte wahrscheinlich genau hier sein, oder? Nee. Ja, wurscht, den kann ich ja auch aktiviert lassen. Aber den einen Typen sehe ich da gar nicht, ehrlich gesagt. Oha, dich habe ich vorhin auch noch übersehen. Ja, gut, die sind, man sieht ja schon, die sind mit Totenköpfen über dem Kopf. Das heißt, sie sind um ganz viele Level über mir. Das heißt, ich habe gar keine Chance gegen die. Keine Ahnung, wie ich den kaputt kriegen soll. Wir probieren es mal aus. Wenn ich den vielleicht hier... Kurzschluss. Wir probieren einfach mal so kaputt zu machen. Aber der hat einen Totenkopf über dem Kopf. Das heißt, allzu viele Möglichkeiten habe ich eh nicht, den fertig zu machen. Schaut mal, wie wenig das eben abgezogen hat. Das bringt gar nichts. Ich muss gerade mal kurz gucken, wie viel zieht denn meine Waffen eigentlich ab hier? Die Schrotflinte. 223. Und die hier 200. Ja, okay. Pro Schuss
125 und die pro Schuss auch 100. Na, die zieht ja viel, viel mehr ab. Okay. Nehmen wir mal das Messer in die Hand. 107. Eieieiei. Überhitzen. Position wird frei preisgegeben, das wollte ich natürlich nicht. Das ist natürlich kacke, wie mache ich das jetzt hier? Oh shit. Stehen. Do it. Code-Optimierung. Notiz. Oh shit. Nein, geh. Servus. Mach auf. Okay, ich habe die Daten nicht gestohlen. Hä? Wieso nicht? Hä? Ich check's gerade nicht. Wohin führt mich der letzte gelbe Pfeil? Da hoch. Hä? Check ich nicht. Hä? Ich war doch da drin. Was soll denn der Schmarrn? Ich probiere es einfach mal, indem ich reinrenne. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Es ist irgendwie ein bisschen komisch. Da. Die sind jetzt alle draußen. Lol. Er wartet hier, passt auch. Wie hätte ich jetzt denn hier die Daten geschaffen sollen? Daten stehlen. Achso, ich muss da drauf bleiben, oder wie? Aber, hä? So. Hallo. So, Daten sind angekommen, danke. Was soll ich jetzt machen? Sie hat mich angegriffen! Ich laufe einfach da mal weiter, wo es angezeigt wird. Wahrscheinlich einfach nur raus hier. Warum? Also, was? Dein Ernst? Da hätte ich doch andersrum rausgehen können. Ach komm, das schaffen wir. Das probieren wir jetzt nochmal. Das schaffen wir schon. Jetzt, wo ich weiß, was ich zu tun habe. Ah, Moment, wir gehen andersrum. Erst machen wir Breach-Protokoll, das bringt uns auch Punkte natürlich. So, 1C haben wir nicht. Also 9E551C, 9E551C, 9E, 9E und gut ist.
Was, einschalten? Nee, einschalten wollen wir es nicht. Moment, was ist das hier? Remote-Deaktivierung. Es ist deaktiviert, oder? Jetzt ist es aktiviert. Es ist scheinbar deaktiviert. Verdächtige Aktivität hier. Was? Verdächtigte Aktivität? Welche denn? Das macht doch gar nichts. Ganz im Gegenteil. Ich stehe doch nur die Daten schnell. Schnell, 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 schnell. Oh fuck. Oh no! Oh no, oh no! Wir probieren es nochmal. Vorhin hat es ja geklappt hier. Ja, da sind wir nur irgendwie blöd gelaufen. Das hätten wir locker geschafft, Leute. Wir waren ja zweimal drinnen, ohne dass wir uns erwischt haben. Es geht sich easy aus. Naja, easy vielleicht nicht, aber das geht sich auf jeden Fall aus. So, nochmal Breach. 5, 5, 7, 5, 5, 5, 5, fast. Einmal. So, und dann machen wir hier noch das hier. Gut, passt. Ein Kontakt, ich greife an! Hä, wieso war die Kamera jetzt wieder an? Das macht keinen Sinn. Jetzt komm schon. Fuck! Fuck! Alter, nochmal. Ich will sie wohl verarschen. Ich will sie wohl verarschen hier. Sauerei. Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz, aha. 5, 5. 9E. Okay, das haben wir schon mehr oder weniger verkackt. Wo ist denn noch ein 1C? 1C ist da, 9E. So. So. So, machen Ping. Ja, Sir. Noch so eine Nummer wie letzte Woche und du sitzt auf der Straße. Und dann machen wir Kamerasteuerung. Hä? Eingeschaltet habe ich sie? Was macht das denn Sinn? Umpolen müssen wir sie. Haben 7 Speicherpunkte. So. Umpolen. Gut. Aber da sind doch zwei drin hier, oder?
Neutralisiert sie! Okay. Dann probieren wir es halt mal andere Richtung runter zu rennen. Wo ist der Arsch? Alter, geschafft! Wow, leco mio. Krasse Sache. Alles klar. Was für eine Waffe? Verstanden. Okay. Sicher. Wo fährst du hin, Auto? Weg hier. Oh, wir haben es halt echt geschafft, Leute. Weißt du, nach solchen Jobs denke ich oft, scheiße, bin ich froh, dass ich wir habe. Mach schön weiter so. Job erledigt. Oh, krasse Sache, krasse Sache. Na gut, schauen wir mal, was nehmen wir als nächsten Job an? Also ich fand die Bedrohung gar nicht so mittel, sondern ziemlich hoch sogar. Komm, dann machen wir mal den Psychokiller. Gucken wir mal, wo das ist. Ach so, und Level. Wir können jetzt weiter unseren Charakter aufrüsten. Was haben wir denn gesagt, brauchen wir? Intelligenz, oder? Machen wir Intelligenz höher. Und den Vorteilspunkt. Massenverwundbarkeit, Resistenzen. 30% verringern. Na, gucken wir mal. Einen wunderschönen guten Abend, Schweizer. Hallo, Raclette. Massenverwundbarkeit, passiv schaltet den Dämonen Massenverwundbarkeit frei. Die gibt sie. Geben 3 Minuten bis 30%. Geschütz im Shutdown frei. Bei der Sicherheitsgeschütz im Netzwerk 3 Minuten lang deaktiviert. Ja, gut, die Geschütze hatten wir bis jetzt noch nicht. Breacher, das Breacher um 20%. Quick Hacks, was haben wir denn hier Interessantes? Neutralisieren eines Ziels, das von einem Quick Hack betroffen ist, stellt sofort Einspeicherung wieder her. Okay. Eliminierung eines Ziels, das von einem Quick Hack beeinflusst ist, verringert die bestehende Abklingzeit. Das ist auch interessant. Also jetzt gerade nicht so interessant. Quick Hacks verursachen 10% mehr Schaden. Wird die Dauer von Quick Hacks 25%, das ist natürlich gut. Verringert die Geräte Quick Hacks erforderliche Speicherkosten um einen Punkt. Das finde ich ganz gut. Die Dauer von Quick Hacks um 25%. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn sie blind sind. Gut. Dann schauen wir auf die Karte. Wo müssen wir hin? Die Psycho-Dinger da. Ja, wo ist denn die Mission jetzt? Finde und neutralisiere die. Ach so, das ist so eine Dauermission. Dann schon. Food und Hill. Vielleicht kannst du bei abgefahren bin ja wirklich ein Augentrauen. Vielleicht hat der Biochip den Hirn ja auch schon im Scoop verwandelt. Finde alle Tarot-Graffitis, das gehen wir eh. Geh zu Wilsons Schießstand. Schießwettbewerb. Ja komm, dann machen wir doch das mal. Karte. Uiuiui. Mal schauen, ob wir hier irgendwo... Ach komm, da fahren wir hin. Was soll's. Schauen wir uns das mal an. Und gucken wir, wie das hier abläuft. Hab, schleich die. Hui. Ach, da kommt man noch mal hupen. So.
Währenddessen können wir uns die City ein bisschen angucken. Schaut schon sehr, sehr nice aus. So. Super Autofahrer, finde ich auch, ja. Perfekt. Noch nie einen Unfall gebaut. Bester Autofahrer ever. Ah, nehmen wir die goldene Mitte. Easy cheesy, sag ich mal. Easy cheesy. Gut. Mit mir. Okay, da sind lauter kleine Sondermissionen, die auf der Karte auftauchen. Neues Gebiet, Corpo Place. Was ist das denn jetzt hier? Shit. Was ist das denn hier? Gute Neuigkeiten. Dino? Nee. Lesen wir. Hey, boah, ist das eine geile Karre. Alter, was ist das denn für eine geile Karre? Quattro Avenger zu verkaufen, ist eine richtige Schönheit, ganz ehrlich. Naja, kann ich mir eh nicht leisten. Ups, sorry. Don't text and drive. Okay, das ist jetzt gerade wieder ein Bug gewesen, typischer. Ui. Nee, das Auto ist mir zu stark beschädigt. Ich will die Karre. Kontrolle übernehmen. Oh, da sind wir zu wenig stark. Was ist mit der Karre? Was mit der Karre? Müssen wir auch 10 sein, das gibt's doch nicht. Okay. Auch leichte Bugs wieder mit dem Start. Wir müssen stärker sein. War echt eine Rettungsgas für mich, ja, richtig. Vielleicht kann ich den aber hier zwingen auszusteigen. Oh, das ist aber nett. Nein! Lass doch das Ding da. Okay, ich fahr mal weg. Oha. Upsi. Schade, dass man im Auto kein Dingens nehmen kann. Schade, dass man im Auto keine Medizin nehmen kann. Weg da! Oh, ich würde gerne rausschießen und einen Drive-By oder sowas machen, aber das lässt er nicht zu. Gott, der Radiosender, der ist echt nicht so geil, muss ich zugeben. Gehen wir kurz verkaufen hier. Und zwar verkaufen wir das Ding hier. Den Rest, was ist das denn? Powerpistole. Können wir auch verkaufen. Brauchen wir auch nicht. Messer können wir einiges verkaufen. Wir haben ja das hier. Das heißt, das kann weg. Das kann weg. Und das Katana kann auch weg. Kalamotten. Ja, die behalten wir mal. Da brauchen wir jetzt nichts verkaufen. Fertig. Und den Junk natürlich. Für 24 Dollar. Gut ist. So. Speichern könnte man eigentlich. So, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Wo müssen wir eigentlich hin hier? Upsi. Schießstand. Geh zu Wilsons Schießstand. Wie deaktiviert.
So, do it. Was gibt's hier für Werbung? Call now. Can we help? Ne Versicherung. All World Insurance. Cyberware Peripherals. Peripherals. Oha. Hier hat er eine hübsche Zunge. Einen hübschen Mund mit drei Mündern. Also, hä? Wie hält. Ja, sind wir da? Ah. Hey. Hey, wie? Geht gleich los. Wenn du nochmal schiffen musst oder so, mach's jetzt. Kann losgehen. Was? No Health Insurance? Aha, okay. Die Party kann losgehen. Let's go. Erstmal musst du dich an der Anlage aufstellen. Also, hopp, hopp. Ja dann, wo geht's da hin? Hier? Komm, wie viele sind da? Nur sechs? Meine Fresse. Du musst den aber jetzt in die Hand nehmen, oder? Okay. Na, was soll's? Die Regeln sind einfach, okay? Ein Ziel taucht auf, ihr schießt drauf. Ganz egal auf welches. Ballert ruhig auf das vom Nachbarn. Der mit den meisten Treffern an den Zielen gewinnt. Okay. Ah ja, nur Kleinkalibriges. Wehe, ihr spielt hier den Macker und holt eure Sturmbomben und Raketenschleudern raus, verstanden? Der erste Preis ist eine Pistole. Aber eine echt gute. Absolutes Hammerteil, ich schwöre. Aber genug gelabert. Jetzt bin ich gespannt. Da wird man ja bekloppt. Bereit? Eine Smart Gun wäre halt geil. Drei, zwei. Hey, hey, was soll der Scheiß? Mann, was willst du mit der doppelläufigen? Nur Kleinkaliber. Vollidiot. Meine Pistole ist wohl in der anderen Jacke. Und darum benutzt man ein Halfter. Ein Halfter. Und jetzt mach einen Abgang, Mann. Sofort. Vollidiot. Hey, entspann dich schon. Einfach mal chillaxen. Bin ja schon weg. Schleich dich. Los geht's. So ein Scheiß. Na gut. Drei, zwei, eins. Aufs Ziel, wie? Schieß aufs Ziel, nicht die Wagen. Was heißt denn nicht die Wand, du Arschloch? Gut, jetzt wo du es sagst, dann meist halt mal. Gewonnen. Erster Platz, Rudy. Was? Na, Bullshit. Ihr restlichen Schielaugen könnt euch verpissen. Na los, verschwindet. Was? Hey, alles klar? Stimmt irgendwas nicht? Nichts ist okay, gar nichts. Der Wettbewerb hat nichts gebracht. Hab kein bisschen verkauft. Dann solltest du deine Kunden vielleicht nicht als Schielaugen bezeichnen. Ja, echt. Vollidiot. Shit! Ein Schießeisen muss man respektieren. Ja. Wenn du schießen kannst, soll's lassen. Ja. Regt sich aber auf, hey. Gut, wie. Man sieht sich. Jetzt habe ich nichts gewonnen, oder was? So schlecht war ich doch gar nicht. So, na gut. Naja, ich sag's mal so, wieder eine Mission abgeschlossen, gutes. Hm.
Was hast du im Angebot? Ach, der verkauft Waffen. Naja, okay. Gar nicht mal so schlecht, die Machete, wenn man das mal so sieht. Unser 300, 438. Oh, Katana, 460. Aber kostet, ja gut, es geht eigentlich. So teuer ist er gar nicht. Eigentlich nicht so schlecht. 107 Schaden und der macht 112. Ja gut, scheiß der Hund drauf. Was hat er denn hier? White Knuckle. Der erhöht die kritische Trefferchance. Kritische Chance um 10%. Erhöht das angesammelte Waffen um 0,3. Schema. Was ist das denn? Okay, kann ich dem eigentlich meine die Waffe, die ich jetzt gerade bekommen habe, wieder verkaufen? Ja, komm. Weg damit. Gutes. Passt. Servus. Und da müssen wir natürlich hier unser Ding jetzt wieder ausrüsten. Unser Messer. Die Frage ist jetzt eh, wenn wir zu uns gehen wollen, müssen wir irgendwie noch höher, glaube ich. Aber da haben wir einen Schnellreiseautomaten hier. Wir können eh mal zu uns nach Hause gehen. Hi. Können wir duschen gehen? Eine kleine Dusche kann nicht schaden, würde ich sagen, oder? Aha. So, und einmal abtrocknen bitte. Wunderbärchen. Und dann würde ich sagen, geh mal. GEMA. Inventar. Inventar. Okay. Ich überlege mir nämlich, ob ich so eine Waffe wieder mitnehmen soll. .155. Das ist auch eine Smart-Pistole. So. Was haben wir denn hier? Ach, die kann ich noch nicht nehmen. Mindest 24. Was soll das? 160, 155. Dann tue ich die weg. Und gehe dann im Inventar und gebe mir im Inventar dann auf die 1, nämlich das Sturmgewehr. Haben wir nicht da das Smart-Sturmgewehr auf der 1? War ich hier was? Nee, keine Nachrichten. Wurscht, brauchen wir nicht. So, dann können wir hier zum Schnellreise-Kastel gehen. Aber vorher schauen wir uns jetzt mal, was wir für eine Mission als nächstes machen. Journal wollte ich eigentlich. Finale Tarot-Graffiti. Warte, bis Claire dich nach einem Tag kontaktiert. Das heißt, schließe Qualifikationsrennen ab. Dann müssen wir Autorennen machen. Komm, dann machen wir das doch mal. Wo müssen wir denn da hin auf der Karte? Haben wir die jetzt nicht angenommen? Doch. Warte, bis Claire. Achso, da muss man noch warten. Okay. Finde Delamains Kern. Mission verfolgen. Ja, dann machen wir das. Die wollte ich eh. Ich wollte eh gucken. Dass wir hier irgendwo was machen können. Dann reisen wir hier hin. So. Ziel auswählen. Jawoll ja, Leute. Jawoll ja. Es geht weiter. Nice. Sehr, sehr nice. Gucken wir mal, wo uns das Ganze hier jetzt hinbringt. Bin sehr gespannt. Finde Delamains Kern. Hier. Achso, wir sind ja wieder bei Delamain. Achso, das können wir noch nicht machen. Da fehlt uns noch irgendwas. Was haben wir gesagt, was uns da fehlt? Ne, das können wir noch nicht machen. Wir müssen dafür... Scheiße. Ich habe nicht dran gedacht. Das war die Mission, mit der wir jetzt gerade noch nichts anfangen können. Weil wir da noch zu schwach sind. Zu wenig aufgeboostet sind, unsere ganzen Systeme. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal auf eine andere Map, eine andere Mission.
Finde Sandras Datenbank, Sandra Dorset, die Braut, die du vor dem Scarves gerettet hast. Tja, man gibt jemandem einen kleinen Finger, diese Daten muss nicht ziemlich wichtig sein, wenn sie jetzt nicht einmal fixer reden möchte. Scheiße, jetzt bin ich schon irgendwie neugierig. Hilfst du ihr oder lässt du es lieber? Naja, dann gehen wir halt. Da machen wir eh die Schnellreise. Und machen dann das hier so einmal bitte. Gucken wir mal. So, welcome back. So. Okay. Datenbank. Moment. Waren wir hier nicht auch schon mal bei diesem Karussell? Nein, wir gucken mal. Vielleicht können wir was erreichen. Wir speichern mal, der Sicherheit halber. Bestätigen. Ups, einmal zu viel. Und weiter geht's. Relativ wenig los hier. Also, ein Nichtsnutz mit dem dämlichen Namen Eloise Dakin hat mich verarscht und die Stadt verlassen. Aber scheiß auf den Typen. Ich brauche die Daten, die er in NC zurückgelassen hat. Vor allem die auf seinem Laptop. Details im Anhang. Kümmer dich drum. Details im Anhang? Okay, schauen wir uns das an. Kleptomanie. Oh, ich esse meinen Weihnachtskeks. Geil. Parallel. Auftragsart Kleptomanie. Ziel: Eloise Darquins Laptop stehlen. Ort: Wohnblock Eisenhower Street. Details: Eloise Darquin, die Konzernratte, die mich verarscht hat. Und nicht nur mich, die ganze Stadt ist voller Leute, die dieser Wichser in die Hände kriegen wollen. Die diesen. Wie man so schön sagt, das Schicksal eines Verräters wird im Augenblick seines Verrats besiegelt. Aber meine Rache ist nicht das Einzige, was mich an Alois interessiert. Ich will sein PDA und, naja, die Daten darauf. Unser Verräter ist so schnell aus NC verschwunden, also aus Night City, dass er vor lauter Eile sein Zeug in der Stadt gelassen hat. Vor 20 Minuten habe ich einen Login-Ping empfangen, der von seinem Computer im Lokalnetz der Eisenhower Street ausging. Geh hin und hol dir das Gerät, sobald wir es haben können. Können wir uns um den Mann kümmern? So, machen wir. Gut. Lecker. Was geht? Ping wäre nicht schlecht. Bridge Protocol. Okay. Easy cheesy. Feindlicher Bereich. Letzter Login. Mission aktualisiert. Shit. Du Nutte bist erledigt, ich schwör's dir. Alles nehme ich mit. Ja, dann lege ich es halt alle um. Wenn es so ist. So
echt auf. Was ist mit dir los? Oh, dir geht's aber echt gut scheinbar. Wer? Was? Wie redest du mit mir? PDA haben wir. Verschlüsselter Splitter. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsseln verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann Sicherheit hacken, um an die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Machen wir. Aber erst räumen wir hier ein bisschen auf, würde ich sagen. Und nehmen ein paar Sachen mit. Okay. Handgranaten. Wir nehmen alles mit, was wir hier finden können, würde ich sagen. Ist das ein Russ oder was? Wir nehmen alles mit, wir klauen hier alles raus. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir mit. Dabei. Oh, eine Schallplatte. Können wir wieder nicht nehmen. Ach, ärgerlich. Wieder verbuggt. Klingt irgendwie voll nah, aber ist irgendwie... Keine Ahnung, wo der ist. Drüber, drunter, man weiß es nicht. Na, geht's dir gut? Schön. Gut zu wissen, dass dir gut geht. Ja, nervig bisschen, dass ich da aufgeflogen bin. Ich wollte das gar nicht. Also ich wollte eigentlich ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Find dich nicht. Wo bist denn du, du Zipfi-Bob, du? Machen wir dich mal aus. Ach, da oben ist er. Geil. Oh, da ist ja noch jemand. Easy, wie komme ich da hoch? Ach, da hinten. Hallo. Na, was geht? Ist hier jemand? Wo? Wo denn? Wo bist du? Ich will von dir fertig gemacht werden. Bitte, mach mich fertig. Die kann ich wieder nicht aufheben, die... Oh, die ist einfach hübsch. Wo bist denn du, Zipfi-Glatscher? Ich komme hoch zu dir. Du musst keine Angst haben. Ich laufe nicht weg. Ganz im Gegenteil. Ich werde dich finden und dann werde ich dich vernichten. Hey, falls du zuhörst, deine Mutter ist eine Hure. Was? Kann ich wieder runtergehen wegen dir? Idiot. Wo liegst du hier? Zugriff gewährt. So. Okay. Wir nehmen einfach alles mit. Dann alles hier durchsuchen. Kann es sein, dass hier irgendwas Wichtiges noch ist für eine spätere Mission oder etwas, was uns vorwärts bringt. Zum Beispiel das hier. Nice, da können wir Geld hacken. Das machen wir doch auf jeden Fall. So, wir haben 55E9BD. Können wir nicht. Das heißt, wir müssen mit 1C5 9E. Nee, das geht nicht.
Also 1C. 1C55. Geht auch nicht. 1C. Ne, wir müssen hier 1C. 1C 5, 5. Wo ist denn überall BD? Nur oben und unten. 1C, 1C, 5, 5. Wo ist BD? Unten und ganz oben. Das ist scheiße. BD, 1C, 1C, 5, 5. 9E, BD. So machen wir es. So, 1 BD 1C 1C BD 1C 1C ne BD 1C 1C 5 5 9E, das ist auch scheiße. Ich würde gerne alle mitnehmen. Also, BD 1C. 1C. Aber hier haben wir keinen 5-5. Das bringt uns nichts. BD 1C. 1C. 5-5. Deadman, einen wunderschönen guten Abend. Erstmal überlegen. 1C, 5, 5. 1C, 5, 5. Ein 5, 5 und ein 9E. Dann müssen wir so 1C, 5, 5. 9E. Wir brauchen eine Kombination zwischen 5, 5, 9E und BD. Das können wir das machen. BD, 5, 5, 9E, BD, 1C, 1C, 5, 5. Dann machen wir es halt so. Dann nehmen wir die unteren beiden mit. Sicher, sicher. So, wie haben wir angefangen? So, 5, 5. 5, 5. 9E, BD. So. 5, 5, 9i, BD. 1c, 1c. 5, 5. Da haben wir es doch. Alle. Wie viel Kohle gibt's? 1250. Na, immerhin. Immerhin, sag ich mal. Nice. Können wir mitnehmen, oder? Was macht ihr denn da? Liegt ihr schon wieder hier rum und macht Feierabend, oder was? Was soll das? Gibt's hier noch was zu mitnehmen? Wo kamen wir jetzt? Kamen wir hier rein? Schauen wir mal, wo geht's hier lang? Da bin ich rein. Okay.